Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Udo steht unter der Dusche und ja, denkt vielleicht noch ans Nacktbaden mit Monana. Wer weiß das schon? Könnte ja sein, dass er daran denkt, aber danach wird er sich erstmal ins Bett legen. Er ist ein bisschen unwohl, er ist ein bisschen müde. Ja, müde und so. Oh, aber er ist auch nicht so gut drauf. Er muss sich hier mit der blöden Rakete rumschlagen. Das ist echt nicht schön. Was macht denn Christina? Christina steht in Unterwäsche vor hier und tut nichts, ist schlecht. Wie wäre es, wenn du mal kurz hier eine Runde badest? Ein kleines Bad nehmen ist immer gut. Und dann würde ich eigentlich gern mal mit dir zusammen eine Gruppe bilden. Aktionen, Runde bilden. Zusammen mit Christina, genau. Und dann würde ich eigentlich gern mal mit der Runde. Er liegt erstmal im Bett, genau. Schlaf gut hier. Dekoriert ist so schön dekoriert. Er ist nicht mehr. Die Müdigkeit fällt von ihm ab. Das ist super. So, sie geht noch fix. Hier. Duschen, baden, was auch immer. Es läuft, würde ich sagen. Läuft bei ihr. So. Sie ist auch glücklich. Jetzt können wir doch eigentlich mal, wenn sie hier fertig ist, kann sie doch mal sagen: Hey, wollen wir beide nicht mal eine Runde in die Stadt fahren? Ich glaube, es ist gut. Einen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Reisen. Reisen. Wir reisen noch mal eine Runde. Reisen. Nee, reisen ist das falsch. Oder will ich einfach nur woanders hinfahren? Reisen. Gehen wir noch mal reisen. Zusammen mit. Na, die Gruppe nicht. Wir nehmen mal den Cristobal Helgoth hier. Verreisen wir doch mal eine Runde. Oh, was ist hier los? Techtelmechtel im Busch. Geht es doch? Kann man doch im Busch ein Baby machen? Ich hab's geahnt. Ich wusste es. Baby machen im Busch geht. Ich muss es mal machen. Baby machen im Busch. Ich glaube, ich muss mir echt mal hier mit anderen Sims vorbeigehen. Gewiss, Cristobal dort treffen. Okay. Ich glaube, wir reisen mal in den Pool der Gezeiten. Das ist ganz cool. Der Hasenbau. Hase und Igel. Fitnesscenter im Hafen. Was ist das hier? Altes Inn. Bar. Das ist hier alte Ruine. Ich möchte gerne mal den Pool der Gezeiten ausprobieren. Als Reiseziel. Ich wusste doch, man kann in diesem blöden Busch ein Baby machen. Baby machen im Busch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin jetzt echt gespannt. Na, wir machen mal Techtelmechtel im Busch. Ich glaube, ich muss mir echt mal für sie eine Freundin suchen und dann gibt es ein Techtelmechtel im Busch. Hm. So, jetzt sind wir hier beim Pool der Gezeiten. Cristobal ist auch da. Schön. Schön dekoriert, muss ich sagen. Doch, eindeutig. Was haben wir denn? Wir haben hier einen Pool. Aha. Dann können wir doch mal in den Pool Sprung für Runde. Arschbombe. Die Runde macht jetzt meine Arschbombe. Was haben wir hier noch so? Okay. Wir haben tatsächlich nur einen Pool. Ich hatte das anders angesehen. Ich dachte, hier wäre überall so verschiedene Pools. Was haben wir hier? Aha, hier sind anscheinend. Was ist denn die? Ah, da ist mal eine Sauna oder sehe ich das falsch? Nee, das ist eine Umkleidekabine eher. Aha. Auch interessant. Das ist eher so ein Wartebereich vielleicht. So. Arschbombe. Juhu. Schön. Komm, jetzt freund dich mit ihm ein bisschen an. Ein bisschen so Tag verschönern. Willst du dich einfach zu ihm setzen? Wäre ganz nett. Ist ganz cool. Vielleicht könnt ihr beide auch mal nackt schwimmen. Nackt baden so. Ich meine, mit dem Alien und so, da kann man ja mal von der letzten das Kompliment machen. Vielleicht bahnt sich da ja tatsächlich eine Links. Oh, Rechnung halt. 4635 Monats. Oh, nö. Wie sollen sie das denn bitte bezahlen? Das können sie nicht bezahlen. Das können sie nicht bezahlen. Wie sollen sie das machen? Scheiße. Okay, da muss wohl jemand ganz dringend mal irgendwie an Geld rankommen. Was bist du denn für eine? Verpiss dich. Mehr Auswahl, du wirst jetzt gedisst von mir. Wir sind jetzt mal ganz gemein zu dir, verspotten dich jetzt. Und du verspottest sie auch. Mehr Auswahl. Gemein. Geh halt weg. Komm, geh doch. Hau halt ab. Komm, verpiss dich. Geh halt, komm. Verpiesel dich. Komm, verpiss dich. Kannst mal gehen. Geh weg. So, und ihr wisst ja, dass. Schweißt er zusammen, wir können mal selbst die Runde schießen. Was ist da los? Warum? Entdeckt er, weil entdeckt wurde. Sie haben meine schlaue Tarnung durchschaut. Oh nö. Ja, komm, jetzt tanzt sie auch nochmal hier. Tarnung ändern. Änder mal deine Tarnung. Tarn dich mal ein bisschen. Ja, perfekt getarnt. Super. Was passiert jetzt? Wieso? Ach, was?
Christ. Aha. Also, okay. Nee, die Tarnung lassen wir sie. Wir lassen es sein. Nee. Nee, ich will die jetzt. Wir lassen die Tarnung schon, wie sie ist. Ich meine, wir könnten die tatsächlich mal tarnen. Das ist eigentlich ganz cool. An und für sich ist das ja echt cool, dass man sich tarnen kann. Komm, wir machen jetzt mal. Wir teilen jetzt mal eine Unsicherheit mit. Wir reden. Wir sind mal ein bisschen. Vielleicht ein bisschen romantisch, vielleicht ein bisschen flirten. Ja, die Tarnung ist aufgeflogen. Er ist halt ein Alien. Sich selbst. Vielleicht tarn dich einfach mal selbst. Vielleicht hilft das ein bisschen. Oh ne, oh nee, das ist nicht so gut. Das kommt nicht so gut an. Okay, anscheinend steht sie nicht so auf Aliens. Das ist schlecht. Vielleicht lernen sie doch ein bisschen kennen. Vielleicht kannst du sie auch mal beeindrucken mit einer schönen. Spring doch mal. Mach doch mal einen Schwalbensprung so für die Runde. Ah, das scheint dir doch schon besser zu gefallen. Vielleicht einfach mal ein bisschen eine fesselnde Geschichte erzählen, kann man auch mal machen. Aber jetzt ist erstmal der Sprung für die Runde angesagt. Unser gut getarnter Alien. So, da geht's jetzt erstmal hoch und dann ist hier Attacke angesagt. Juhu! Das hast du schön gemacht. Na, sie freut sich riesig. Das finde ich schön, mehr Auswahl. Vielleicht ein bisschen freundlich sein. Einfach mal mitfühlen. Vielleicht mal mitfühlen. Was kann man denn mitfühlen? Ist ja immer interessant hier. Ist ja interessant. So. Oh, jetzt wird sie analysiert. Und ihr geht's gut. Ist gut. Ja, alles ist gut. Vielleicht mal über ein neuestes Buch reden. Romantik. Frag sie doch mal, ob sie Single ist. Vielleicht sogar so also vorsichtig vorfühlen. Man kann ja mal vorsichtig vorfühlen, ob denn da generell, aber sie sagt, die Fliegen sind nicht so mein Ding. Oh, jetzt geht's aber erstmal zur Arbeit für Christina. Da muss sie wohl mitmachen, ne? Ja, doof. Das ist jetzt blöd gelaufen. Tja, aber so im ersten Arbeitstag, vor allen Dingen ist es ja auch Bestreben, dass sie denn da, ne, das ist ja schon so ein bisschen Bestreben. Da muss man mal mitmachen. Das kann man schlecht sonst sein lassen. So. Ich schnapp mir mal mein Schlückchen Wasser hier. Ich habe gerade tierischen Durst. Ich weiß nicht warum. Klinische Orientierung. Willkommen, Christina Peters, in Ihrer aufregenden und lohnenden Karriere auf dem Gebiet der Medizin. Wenn man neu in dem Job ist, braucht man eine Weile, um sich mit den Örtlichkeiten, den anderen Sims und den Verantwortlichkeiten vertraut zu machen. Wenn Christina ihre Fähigkeiten einsetzt und sich mit Hingabe und Leidenschaft ans Werk macht, wird sie es zweifellos weit bringen. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir es hier. Die sind alle zur Arbeit gegangen, das ist gut. Erstmal Kollegen begrüßen, das ist nicht schlecht. Also erstmal stellen wir uns mal freundlich vor. Guten Tag. Wenn wir da auch mal freundlich vorstellen, natürlich. Wir stellen uns erstmal freundlich vor. Mit Kollegen plaudern ist auch nie schlecht. Jetzt geht's ans Telefon, das darf nicht wahr sein. Ja, Telefon hat abgebrochen, genau. Für die Kollegin kann man das Telefon halt mal abbrechen. Das ist wichtig. Hallo, ich bin die Christina. Ich freue mich. Oh, sie ist Praktikantin, okay. Tim Sommer. Hi, Tim. So, guten Tag. Hallo. Sehr schön, das haben wir erledigt. Jetzt können wir ein bisschen plaudern, ne? Ein bisschen so freundlich sein. Einfach mal so ein bisschen Blabla machen. Ein bisschen kennenlernen, den Kollegen vielleicht. Wie siehst du ein bisschen alienmäßig aus? Kann das sein? Habe ich da. Oh, er ist romantisch. Oh, da bahnt sich doch was an. Guten Tag. Unser Tim Sommer, Krankenpfleger hier. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht. Jetzt sollte ich natürlich mit dem Patienten reden, ne? Mit Kollegen über die Arbeit reden. Plaudern wir mal mit dem Patienten. Hi, wer bist denn du? Patient untersuchen? Nein. Einfach mal freundlich vorstellen beim Patienten. Kommt immer gut an. Vor allem bei Kindern so mit so eine gut aussehende junge Frau, Mädchen von nebenan. Kommt mit Sicherheit auch bei Kindern gut an. Das könnte ja sein, dass das funktioniert. Christina, hi. Oh, ich bin so krank. Monana muss schon bei der Arbeit sein. Auch nicht schlecht. Christopher ist bei der Arbeit. Nupsa, ding dong, bum, bum, bum. Ha, schon erledigt. Guten Tag. Untersuchen darf ich dich leider nicht. Ich bin ja. Ja, Essen bringen, das darf ich. Untersuchen ist nicht erlaubt. Aber Essen bringen. Essen bringen können wir machen. Das kriegen wir doch hin. Ne? So, Tasse Kaffee trinken ist angesagt. Das ist auch gut.
So, hi, hier hast du dein Essen, guck mal, das ist lecker, kannst du gut essen, das ist ja traumhaft lecker, ne? Ja, da wird man doch gleich viel gesünder. So. Ah ja, sie hat es geschafft. Ja. Medizinforschung recherchieren, okay. Mit Kollegen über Arbeit reden. Dann können wir erstmal hier Medizinforschung recherchieren. Le recherche du médecin. Grande Calzone mit extra Käse. So. Hi, erstmal hier ganz fleißig. Ist es gut? Hey, Gott, jetzt wird erstmal recherchiert, das ist gut. Danach eine Tasse Kaffee trinken, können wir, glaube ich, hier Kaffee. Und dann müssten wir mit ihr hier mal über die Arbeit reden. Wo kann ich denn hier Arbeitsmoral loben? Freundlich. Über die Arbeit reden. Über Arbeit reden, da ist es doch. Okay, mit Patienten plaudern. Nochmal. Okay, vielleicht können wir uns hier nochmal freundlich vorstellen und dann mit ihm ein bisschen plaudern. Warum nicht? Jetzt aber erstmal eine Tasse Kaffee. Ja, als Praktikantin muss man auch mal Kaffee trinken. Sie muss auch selber Kaffee machen, das ist natürlich blöd. Aber wie ein Champion Pieseln, das wäre auch cool. Ich glaube, das Patientengelaber-Rhabarber lassen immer sein. Jetzt ist erstmal hier kurz mal nicht Training, sondern Pinkeln angesagt. Denn ich befürchte, nach dem Kaffee wird es nicht besser werden mit dem Harndrang. Das wird eher schlimmer werden. Und dann ist so, Hilfe, pinkeln. Ja, man sieht schon, die quält sich hier regelrecht. Die quält sich regelrecht. Okay, Kaffee ist getrunken. Du solltest auf Toilette gehen. Hier, da, nimm die Toilette, solange du noch kannst. Lauf doch. Lauf, Forrest, lauf. Du schaffst es. Ja, in kleinen Tippelschriften. Soweit es die Blase zulässt, wird hier gelaufen. Um Gottes Willen, ey. Madame, 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 das sieht nicht gut aus. Oh Gott sei Dank, diese. Oh Gott sei es gedankt, gelobt und gepfiffen. So. Da wurde jemand abgelöst. Jetzt haben wir gar nicht mehr. Oh, mit Patienten plaudern. Wieso ist jetzt die Kollegin weg? Das ist jetzt blöd. Wir müssen uns hier nochmal freundlich vorstellen, bevor wir über die Arbeit tratschen können. Techtelmechtel im Busch, weil Busch in der Nähe ist. Wenn der Busch schaukelt, wenn dieser Busch schaukelt. Oh, Hände zur Wäsche und Desinfizierung waschen, auch mal nicht schlecht. Snacks zwischen Patientenvisite schnappen. Oh, guckt sie euch an, wie glücklich sie ist. Oh, die sieht echt glücklich aus, die Dame. Meine Güte. So. Was ist hier Phase, Veronika? Wie geht's dir? Hi, ich bin die Christina, darf ich mir grob vorstellen? Ah, hi, Christina, ich bin die. Nö, so. Über Arbeit reden können wir mal machen. Und dann hier noch ein bisschen plaudern. Plauderioni. Mehr Auswahl. Freundlich, immer freundlich sein. Nach einem Tag fragen. Hey, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's nicht ganz so gut. Bei Kollegen über Arbeit beschweren ist, glaube ich, am ersten Tag als Praktikant eine schlechte Idee. Nicht am ersten Tag beschweren, das ist, glaube ich, ganz, ganz blöd. Das ist schon ziemlich blöd. So, hi. Oh, mir geht's gut. Mir geht's super. Mir geht's grandemäßig. Super. Gut, vielleicht nochmal ein Sandwich. Schnappen. Pfütze aufwischen ist immer gut. Da haben wir hier noch eine. Aufwischen. Boah, ich weiß gerade nicht, wie ich das mit dem Geld machen soll. Ich habe eine über 4000 Simoleons Rechnung und kein Geld. Wie soll ich das denn bitte hinkriegen? Ich muss dann wahrscheinlich irgendwas verkaufen. Wahrscheinlich, also viel Geld habe ich doch nicht. Wie soll ich das denn machen? Studium ist teuer, ich weiß, aber hallo? Wie soll das denn funktionieren? Boah, aber Geld ercheaten dafür? Ich meine, ich musste mir natürlich Geld ercheaten und mit dieser Familie. Aber ich wollte danach eigentlich so autark leben. Dann habe ich nicht in Betracht gezogen, dass da ja diese blöde. Ja, kommt. Wieso, wo gehst du jetzt hin? Ach so. Essen ist jetzt beim Patienten angesagt. Na gut, kann man mal machen. Isst den Patienten einen vor, das ist mit Sicherheit eine ganz tolle Idee. Hast du eigentlich deine Tagesaufgabe erledigt? Du hast keine Tagesaufgabe. Ideale Stimmung konzentriert, das ist perfekt. Gut, Specksalat, Tomatensandwich ist in Arbeit. Ja, gute Schwingung, wegen Merkmal gut. Also sie ist doch motiviert. Ich meine, merkt das, ihr springt die Motivation regelrecht aus dem Gesicht. So, miau, miau, wuff, miau vor allen Dingen. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Tralali, tralala. Was ist hier jetzt denn los? Willst du das blöde Sandwich nicht mal auf essen? Hallo, der halbe Tag ist schon rum und du bist noch nicht hier voll motiviert mäßig. Hauptsache, du lässt aber bitte deinen Teller beim Patienten stehen. Das ist super.
Das machst du ganz toll. Hier draußen stapeln sich die Patienten. Aber sie stolziert erstmal noch und macht hier die Pfütze weg. Jawohl, ja. So. Lalalalalala, Pfütze weg, tralalila, trilala, trula, trula, tralala. Aha. Schön, Pfütze aufgewischt, finde ich super. Und als nächstes mit Patienten plaudert. Ah, die hat den bald tot geplaudert. Mehr Auswahl. Ne, Quatsch. Immer schön freundlich sein, Tag verschönern, kann man mit dem Patienten ja mal machen, ne? Mit dem Kollegen über Arbeit beschweren. Sollten wir uns gleich mal freundlich vorstellen. Und uns dann ganz unfreundlich beschweren. Das ist mit Sicherheit auch gut. Tralali, tralala, trula, trula, trillele. Schön. So, haben wir erzählt. Bett machen. Jetzt wollte sie aber erstmal sich hier freundlich vorstellen, habe ich gehört. Susu Ding Dong. Haben wir uns freundlich vorgestellt. Okay, dann können wir jetzt nochmal über die Arbeit beschweren. Freundlich. Vor allem freundlich über die Arbeit beschweren. Das ist immer super. Mehr Auswahl. Nach Gehalt fragen. Oh, er ist nicht so gut drauf anscheinend. Über Arbeit beschweren. Ja, wenn er nicht so gut drauf ist, kann man sich auch mal beschweren und dann das Bett machen. Lalala, oh, habe ich gute Laune gerade. Ja, alles scheiße hier. Die Patienten sind alle krank. Was soll denn das? Wie kann man im Krankenhaus nur kranke Patienten hinstellen? Das ist doch eine Zumutung für eine Praktikantin. Hallo, ich könnte mich hier anstecken. Das kannst du doch nicht machen, ey. Mit Kollegen plaudern. Ich glaube, es hackt hier. Na komm. Ah, aber jetzt ist schon wieder alles gut hier. Dann sprechen wir mit dem kranken Patienten hier. Lern doch mal den. Na, der Patient beschwert. Ja, Plauderoni ist jetzt eigentlich schon wieder erledigt, oder? Okay, Plauderoni ist erledigt. Noch eine Tasse Kaffee trinken vielleicht. Und wir können noch was zu essen bringen. Das, auf dass er uns dick und fett wird hier im Krankenhaus. Warum nicht? Warum nicht mal hier, Chris, noch was zu essen? Vielleicht schmeckt es diesmal genauso gut. Wer weiß das schon? Nö. Oh, ist so neu. Guck mal da. Lecker Essen. Lecker Ham Ham. Oh, das ist ja deliziös. Delizioso. Oh. Okay, das haben wir auch erledigt. Ein Bett machen. Haben wir noch ein Bettchen zu machen? Da ist noch ein Bett zu machen. Aber immer diese Praktikantenarbeit. Das ist ja nicht auszuhalten. Das ist echt nicht auszuhalten. Wie kann man nur? Wie können Sie einer gestandenen Frau wie ihr nur so eine Arbeit geben? Das geht auf keine Kuhhaut, okay? Bett gemacht. Lektion selbstsicher. Mit Kollegen plaudern und Tasse Kaffee trinken. Ich glaube, wir trinken nochmal ein Tässchen Kaffee. Zählt das, wenn ich die nochmal trinke? Zählt das? Oder muss ich jetzt nochmal einen neuen Kaffee kochen? Das kostet ja alles Geld, ne? Kaffee ist ja teuer. Kann man ja nicht einfach so machen. Okay, sie sprintet hin, in der Hoffnung, den Kaffee zu nehmen zu können. Uiuiui. Da, kleine SimWG mit Christina, glücklich. Komm, trink es, trink den Kaffee und hoffentlich passt das hier. Zählt das? Zählt anscheinend nicht. Okay, dann hol dir nochmal ein Getränk. Hör auf damit. So, hol den neuen Kaffee. Der ist ja schon kaputt. Der ist ja schon weg. Der ist zwar noch 9 Stunden. So, jetzt mal ehrlich. Wenn man sich eine Tasse Kaffee macht. Ich bin ja selber echt... Ich trinke gerne Kaffee. Aber... ich trinke ja gerne Kaffee, aber... 9 Stunden 30, 10 Stunden Kaffee, danach schmeckt der nicht mehr. Sorry, Sims 4, aber das ist so nicht richtig. Da muss ich dir leider sagen, werte Sims 4, dass du da nicht unbedingt in der realistischen Phase bist. Also muss ich jetzt mal so, das muss ich leider so in der Deutlichkeit sagen. Ne? Ich das so sagen darf. So, Arbeitstag endet bald. Jetzt trink halt deinen scheiß Kaffee auf, damit du hier den Tag noch schaffst. Hallo, es sind noch zwei. Wer brauchte bitte eine halbe Stunde für eine Tasse Kaffee? Die ist in 1, 2, 3, ist die weg? Mach mal schneller, Mädel. Das geht doch so nicht. Ja, du bist selbstsicher, haben wir verstanden. Aber jetzt trägt den scheiß Kaffee. Benommen. Oh, von Kaffee. Okay, Tag. Wow. Koffeinflattern, weil es zu viel Kaffee getrunken hat. Jetzt hat sie das Koffeinflattern. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Tja, jetzt will sie ein Techtelmechtel im Busch, jetzt hat sie das Koffeinflattern, jetzt will sie erstmal in Erholungsschlaf nehmen. Na gut, aber jetzt ist gleich eh der Tag rum.
In 8 Minuten kannst du noch ein bisschen. Voll. Die ist voll drauf, ey. Voll im Kaffeerausch, ey. Ja, entdeck Alien, entdeckt und Kaffeerausch. Ja, guck dir so. Wow, die ist voll drauf, ey. Ja, gut. Und mit dieser guten Nachricht und den 188 verdienten Euro Simoleons verabschiede ich mich von euch. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr von meiner nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.